dein Profilbild auf sozialen Accounts, wie zum Beispiel WhatsApp, ist das ein Selfie, was du richtig random aufgenommen hast, oder ist das ein professionelles Bild, was von jemand anderem gemacht wurde? Random. Hast du sowas wie einen Geheimtipp-Song, also ein guter Song, den halt nicht jeder kennt? Puh, boah, bestimmt eine Menge, keine Ahnung. Also ich höre sehr viele Alternatives, deswegen für mich Matt Corby, Brother. Was ist, abgesehen von deinen ganzen öffentlichen Talenten, was ist dein Geheimtalent? Was ist Mein Geheimtalent? Ich kann Fingerboard fahren. Was ist das schönste Reiseziel innerhalb von Deutschland, was vielleicht jetzt während Corona ganz, ganz interessant ist? Innerhalb Deutschlands Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ja, Hamburg oder ich weiß nicht, Rügen, weil ich mit meiner Familie viel da war, aber ja, würde schon Hamburg sagen. Was ist das beste Wort, das du kennst, um Galgenmännchen zu gewinnen? Oxymoron. Im China-Restaurant, Stäbchen oder Messer und Gabel? Kommt drauf an, was ich esse, aber meistens Stäbchen. Was isst du lieber, Wasser oder Milcheis? Kurze Zwischenfrage, nennst du es Milcheis oder nennst du es Speiseeis? Weil ich nämlich überzeugt bin, es heißt Speiseeis und Aaron meint, es heißt Milcheis. Also ohne Scheiß, ich hab noch nie so ein Eis Milcheis oder Speiseeis genannt. Ich glaube, ich unterscheide zwischen einem ganz normalen Eis und einem Wassereis. Also für mich ist, sage ich mal, so ein Magnum ist einfach ein Eis und ein Wassereis ist ein Wassereis. Aber ich bin normales Eis. Also sowas wie, keine Ahnung, Magnum, Cornetto, irgendwie sowas. Wie oft gehst du im Idealfall zum Friseur? Also auf jeden Fall, ich würde sagen, alle 3 Wochen ungefähr. Was ist für dich das allerfurchtbarste, allerschlimmste Lied aller Zeiten? Lied? Das allerschlimmste Lied aller Zeiten. Das ist ein Brecher. Ich weiß nicht, es gibt echt viele schlimme Lieder. Also deswegen, aber was soll ich nehmen? Ich würde, keine Ahnung, eins von Justin Bieber von früher, weiß nicht, keine Ahnung, Baby oder sowas. Auf der Skala von 1 bis 10, wie schön bist du? Okay, ja gut, das ist eine Frage, mit der man sich richtig ins Fettnäpfchen katapultieren kann. Es ist schwer, wie kann man da jetzt gut rauskommen? Wie schön bin ich? Kann ich dir persönlich nicht auf einer Skala von 1 bis 10? Wüsste ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Also, oder soll ich jetzt wirklich eine Zahl sagen? Ich habe keine Ahnung. Also, bestenfalls? Weiß ich nicht. Es gibt natürlich auch Mängel. Also es gibt natürlich auch Sachen, die ich selber an mir natürlich auch nicht so toll finde, wie jeder Mensch. Deswegen ist niemand perfekt. Ich würde mir deswegen auch niemals eine 10 geben. Aber auf jeden Fall über nach 5.